Hey, ciao zusammen, herzlich willkommen zurück beim Raymond in der Rappelkiste zur nächsten Folge Stardew Valley. Ich hoffe, euch geht's bombastisch gut. Uns geht's eigentlich, also uns, das heisst, mir und dem Manöckel da, der technische Rainy, uns geht's Weltklasse, weil wir haben das Gefühl, morgen wird's klar und sonnig perfekt für da die Geister, super Dings. Sind heute sehr glücklich. Ja, jetzt stellt sich ja fast die Frage, was machen wir dann, wenn die sehr glücklich sind? Hä? Was machen wir denn heute? Hallo Rainy! Schon ein Fresteln in der Luft gespürt? Könnte der Einzug des Winters sein oder das Kribbeln eines dunklen Geistes? Genau, morgen Geisternacht. Komm um 10 Uhr vorbei, wenn du mitmachen willst. Jawohl, genau. Das ist schön, dass du auch mal Zeichen ja schon versucht hast, jawohl. Da gewinnen wir noch die Sachen noch. Ich meine, wenn die jetzt natürlich, wenn die sehr glücklich sind, wir haben noch das glückliches Amulett, dann müssten wir eigentlich schon noch fast... wir müssen eigentlich schon noch fast schnell in die Wüste raus, nicht? Wenn der Goblin rennt, wir rein von der Theorie, dann auch morgen. Nur wegjagen. Wenn es dann das überhaupt ist, wo wir denken, dass es das ist. So, was wünscht denn die Störenfamilie da? Was, so ein Ding habe ich aber nicht. So, da. Da ist noch nichts ready. Wir haben dann noch die seltene Saat da gefunden. Schon 45 Sonnenblumensaat. Da sind ja Fischis. Ich glaube, dann gehen wir heute in die Wüste. Muss ich nachher schnell ein Zeug platzieren. Ja, ist gut. So. Hallo miteinander. Ja, Gott, sofort habe ich ihn mitgenommen. Aber das ist schon gut, wenn es da jetzt noch ein bisschen... Ich habe wirklich irgendwie den Winter nicht so recht auf dem Radar gehabt. Das ist eigentlich gut, wenn es jetzt da gewinnt. So, dann über den nehmen wir natürlich. Was haben wir jetzt gemacht? Den noch mitnehmen. So. Da über. Da ein Entlein-Häuser. Gerade unten hat es noch, habe ich gesehen. Ja. Ihr seid die Beste. Sogar du, wenn du da reingeblieben bist. Gewisse sind einfach so ein Eigenblödler. Bleib gern drin. So. So. Dann tun wir da doch nochmal einen machen, falls sie das andere Leute dümme noch verkaufen, oder? So. So eine Nautilus-Schale habe ich jetzt leider nicht gerade. Oha! Da könnte ich den ganzen Tag. Was machen die zwei da? Jetzt wird da nicht part. Verkaufen. Knochenfragment. Das. Und der ist der Potenmensch. Ich höre schon wieder, wie die Tunnel haben das auch gehört. So. Bei 33 schon.
Also ich da, kann ich da die einmal da rein tun, die brauche ich nämlich im Moment ja eigentlich nicht gerade. So, dann respektive Moment, ich lasse das Zeug glaube wirklich gerade da. Ja. Wo? Wieso habe ich Schnecken da? Energietonikum. Kristallschüli. Ja, geil. Habe ich denn jetzt den Glücksring? Ja? Würde sogar halt plus das Glück plus Geschwindigkeit. Den nehmen wir gerne mit. Dann lade ich das halt raus. So, die lade ich auch, da habe ich da eigentlich genug. Die lade ich auch da. Und falls ich mal nichts mehr sollte sehen, noch die da. Dann Axt lade ich da, Zensen lade ich da. Fischerlute lade ich auch mal da. Gang da mal ein bisschen auf. Mal so. So, und dann, obwohl wir jetzt könnten schauen, was uns dort die Hexe so alles vorhat, nehmen wir jetzt gleich ein Billett, respektive dann noch schnell mit der Pam reden. So, und dann gehen wir unser Glück doch herausfordern. Respektive eben nicht herausfordern. Grüezi miteinander. So, da haben wir nichts Schlimmes. Trinken wir noch schnell ein Käferli. Dass wir doch heute die Finger unterwegs sind. Im Sand ist natürlich auch immer ein Herz zum Laufen, das ist klar. So. Wunderschönen, vielen Dank. Mein Name ist nicht wirklich Sandy, die Meister ist nur gut fürs Geschäft. Aber jeder nennt mich Sandy, also habe ich mich daran gewöhnt. Cool. Cool. Und leider los, Sandy, gell? Du verstehst es. Und dann muss ich noch ein Fragment abholen. Sandy, du verstehst das. Sandy, wir müssen leider los. 12 in 10. Witzige Aal ist noch ein bisschen früh. Ich warte noch ein bisschen. Moment, ich vollbreite Bombe. Wir haben die Bombe vergessen. Also ich warte noch ein bisschen. Es fände es schade, wenn einfach die ganze Energie für Füchse verbraucht wird. Ciao zusammen. So, und dann Amethyst. So, und ein paar Bumbles aufgeholt. Herbst. So. Neue Kupfer. Sag jetzt bloß, da hat sie keine. Da hat sie einfach keine. Zwei Bomben haben wir schon. Die lasse ich absichtlich weiter hin. So, ich
bin mich ein bisschen am Fokussieren, wenn ich vielleicht unschwer erkennen kann. Immer daneben die Haue da. Ich glaube, jetzt gönne ich mir das, um das zusätzliche Glück noch strapazieren. Immerhin, ein Iridium-Erz haben wir schon bekommen. So, jetzt sind wir wieder eine echte Angriffung, da können wir nur. So. So. Und der Blob schnell da. So, eher da, ja, so, zack, Iridium-Erz, sehr gut. Das ist nämlich genau das, was ich mir wünschte. Wie viel haben wir schon? 2. Der Blob Nummer 2. Nochmal das Iridium-Erz bekommen, sehr gut. Ich glaube, man findet ja Steine. Oh, ein Dino. Ein ganz Iridium-Barren sogar. Bekommen. Cool. So. Langsam bin ich ein bisschen begabter mit dem Kaiberschlägel-Zeugs da. Komm, sag ich's, mach ich wieder so einen Scheiß. Wieder ein Iridium-Erz. Hey, also heute macht es echt nicht so schlecht. In gefühlt jedem Stein kommt gerade ein Steiger führen. Wahrscheinlich ist es jetzt genau zu früh gesagt. So. Sehr schön. Das wird ich noch schnell holen, da. Wow, schöner Hit. Den nehmen wir natürlich auch gerne mit. Ah, schade. Ich dachte, ich kann da hinten noch Stegen spawnen, aber natürlich noch Omni-Geode schnell. So. Gut, dann nehmen wir gleich den nächsten. So. Da haben wir noch einen super Stein und kommt ein Diamant wieder. Sehr gut. Die selben Steine muss man, glaube ich, ein bisschen Acht geben. Die sind nicht mehr wie speziell. Im positiven Sinn. Omni-Geode, Omni-Geode und das Loch. 5 Ebenen sind wir runtergefallen. Wie immer, wenn wir irgendwo runtergefallen, tun wir gerade unser Ding wieder aufbirnen. Ah, das war jetzt einer zu viel gewesen. Hätte noch einen Nein sagen. Finde den ersten Stein, den man aufhaut. Geht sofort, ja gut dann. So, putz die fort. Da. Haus. So. Hier. Aquamarin aus Gold. Ich habe es verwechselt mit einem Dingsteinli. Mal schauen, was haben wir denn da sonst noch eigentlich alles geholt? 7 Iridium-Erz, ein ganzer Barren, so ein Stein. Also ein Knochen meine Goldchen, Diamant, Feuerquarz, Rubin.
Ja, es läuft nicht so schlecht. Es ist 18:10 leider auch schon wieder. So. Zu dir. So, ich darf dann eigentlich meine Bombe nicht vergessen. So. So, was ist jetzt los da? Gefühlt genau die habe ich gesucht. Oh nein. Für einmal nicht ganz da, wo ich gewünscht habe. So, oh nein, lieber, wenn ich euch einzeln kann, verwischen. So wie dich jetzt gerade. Tack. So, puff. Zuerst noch ein auf. Helfen wieder. Mit der Beere, weil das wird jetzt dann zähen kommt, glaube ich. Mal einen verwischt. So. So, wieder auf Nummer sicher mit Aufbirnen. Ihr kennt das Ritual. Die sind eigentlich 8 stark, habe ich gedacht, mit 200 Ziegen von denen. Was wird gehen, wenn die hinter mich gelangen? So, zeigen. Müssen wir mal allzu gross aufbirnen. Oh, dich nehme ich aber eigentlich noch gerne da schon so. Ein Diamant. So, Moment. Was hat da blind gemacht? Habe ich wieder irgendetwas? Ich rede mit Clint, ja, ja, okay. Nein. So. Wie gerade da wieder hier am Umsteinen sind. Das ist nicht Straub. Dann sollte ich mich nicht zu viel verfütschen lassen. Schnell aufbirnen. So, also die sind echt mega gut. Hineinspringen. Also 13 Ebenen sind wir runtergefallen. Okay, das ist ganz schön tief runtergefallen.
So. Au. So, hör mal. So. So. 22,50. Milliarde gewonnen. Können Knöpfe tun, jetzt muss ich da schnell schauen. Oh, mein Pfohlen. Ich sollte noch mal ein paar Bümbels brauchen. Nein! Uff. Die Brombeeren sind echt stark. Ey. Ich würde sagen, jetzt lange es noch aber. Da, da noch und da noch und dann muss ich da ansehen, gefällt mir. Oh yeah. Gefühlt unter jedem Punkt noch umige oder will. Schon wieder 12 hier. Ja. Die Steine hier noch. Jetzt dann noch ein Loch geben. Dann springen wir noch hinein. Drei Ebenen. Vorher sind wir mal mega weit runtergefallen. Ich habe das Loch gesehen dort, aber ich nehme noch den da schnell. Oh nein! Wirklich. Was haben wir da? Das ist glaube ich etwas Geiles. Topaz. Die blöde Amethyste. Ich glaube das gibt plus 1 Geschwindigkeit plus 1 Verteidigung. Schon geil. Smaragd noch schnell gönnen. Da haben wir noch so einen Rubin noch schnell, klar. Jumpen wir da noch schnell rein. Ich habe ja schon ein Ding dabei. Ne? Der Port hat den Hof, jawohl. So richtig viel Iridium-Dinger haben. Noch einen runter. Und dann nachher werden wir dann uns heim teleportieren. So, zack. Und weg. Und schaut mal an, was wir jetzt da alles gewonnen haben. Zwar 34 Iridium-Erz. Wir haben leider nicht mehr Zeit, um alles aufzuräumen. Und ihr wisst, morgen haben wir etwas ganz Grosses vor. Darum gehen wir jetzt sofort ins Bett. Boah. Oha. Oh oh. Oh oh. Was ist jetzt los? Was hat jetzt die doch gemacht? Hat die jetzt gerade unsere Hühner verhext? 13.650 Gold haben wir hier bekommen durch Sonnenblümchen. Was ist jetzt das gewesen? 2242 mit Wolle und Antenfedern. Ja, es läuft. 15.000 Gold. Aber vor allem das Wichtigste heute natürlich, unser Glück voll auf den Push. Wirklich voll und fast 30 Iridium-Erz gewonnen.
wie geil ist denn das eigentlich? 6 Omni-Geoden noch. Also ihr merkt, ich bin happy, wie es gelaufen ist. So richtig schön happy. Sehr geil. Und wir haben ja jetzt eigentlich schon wieder 2 Sachen vor. Das bin ich mega, mega glücklich, weil es ist ja wirklich so ein wie soll ich sagen, es hat dort 2-3 Folgen gegeben, wo ich dachte, ja, okay, wie geht es jetzt irgendwie weiter? Wir wissen, es gibt noch Wege, wo wir durch können. Bipopo. Und jetzt kommen wir gerade 2 eigentlich auf das Mal. Ich glaube, das Schiff haben wir jetzt eigentlich ready mit 200 Hartholz und diesen Iridiumbarren. Und wir können hoffentlich mit der Schattenmayo noch den Kollegen Essig, den Goblin, dort wegbringen, wenn das wirklich so funktioniert. Wir werden es sehen. Eine Folge 171 wäre das gewesen. Danke fürs Dabeisein bei dieser. Wäre schön, wenn eine Folge 172 dabei wäre. Bis dahin, bleibt super. Macht keinen Scheiß. Und ciao zusammen.